Also mein Name ist Albert Wey, ich komme aus Friedrichsdorf und gehe in der Schule, in der Jens-Steinzer Schule, in der 8. Klassenstufe und meine Hobbys sind Jonglieren, Einradfahren, Filme drehen und das war's. Ich höre bei Schluss-Einstellen auf, weil es zu viel Stress für mich ist, dann noch mit der Schule das alles zu regeln und mache ich auf jeden Fall erstmal Schule, mache noch meinen Volleyball weiter und dann werde ich noch wahrscheinlich einen zweiten Sport ausüben. Und natürlich mache ich mit Volleyball weiter. Die schönste Szene war, wo ich mit Luca Flapphot da in dieser Mülltonne gedreht habe. Weil das war, die Szene war auch gut geschrieben und hat einfach Spaß gemacht, dann das zu drehen. Dieser Container ist das verdammte Bild. Warum soll Alex lügen, ne? Ja, weil wir ihn die Zeit blöd an der Wursttheke betränkt haben. Ey, ich hab hier was. Ich hab hier was, das ist. Das fühlt sich an wie. Ein oller Blinker. Wow. Ah! Na? Sucht euer Verstand. Hausaufgaben. Wir machen Hausaufgaben. Ja. Recherche für ein Referat. Ja, was die Leute halt alles wegwerfen. Ja, das ist wirklich manchmal unglaublich. Ja. Ich habe vorhin aus diesem Container da ein wundervolles Gemälde gefischt. Echt? Wahnsinn. Irre. Das wäre super, wenn sie uns das zeigen könnten. Das wäre hammermäßig für unser Referat. Ja, die traurigste Szene war natürlich mit meinen Eltern. Da hatte ich eigentlich einen Großteil traurige Szenen zu drehen. Und das war, glaube ich, da, wo meine Mutter mit meinem Lover hierher gekommen ist und die mich direkt von der Schule nehmen wollte. Hey, den Abflug könnt ihr knicken. Ich bleib hier. Ja, das macht es uns auch nicht noch schwerer. Hey, zuerst schiebt ihr mich ab und dann soll ich wieder nach Hause? Das macht null Sinn. Dich nie wiedersehen. Wenn die denken, die können mich so einfach verpflanzen, dann haben die sich geschnitten. Und was willst du dagegen tun? Keine Ahnung. Das werden die schon sehen. Früher, als wir beide noch alleine waren, hatten wir auch nicht genug Kohle. Wir sind immer miteinander klargekommen. Erzähl doch mal. Einmal waren wir alleine im Urlaub, waren wir im Harz unterwegs. Hast du selber gesagt, dass du das Wichtigste in meinem Leben bist und auch immer bleiben wirst. Und das ist auch so mein Schatz. Aber kurz darauf hast du den da angeschleppt. Spielt sich immer auf, als wäre mein Chef. Aber du bist nicht mein Vater, klar? Am schwierigsten war für mich immer den Text zu lernen und den dann genauso wiederzugeben, weil ich meistens immer viel dazu dichte und dadurch dann irgendwie der Sinn verfälscht wird. Ich will unbedingt loswerden, dass es echt eine sehr coole Zeit hier war. Und zwar auch sehr stressig, aber trotzdem nehme ich eigentlich nur positive Sachen mit. Ganz schön viel Geld hast du da, ne? Passiert. Ja, sind deine Eltern Millionäre geworden, oder was? Ein bisschen von allem. Sparschwein geschlachtet, Zahnfee vorbeigekommen. Kommt was zusammen mit der Zeit. Oder warst du mal in der Schule ein bisschen so, hast rumgeguckt, hast du bestimmt gefunden oder irgendwo? Nee, Geld finden ist ganz schön selten. So, wieso bist du so interessiert dran eigentlich? Ach, naja, also sieht man ja schon selten so einen Typen mit Geld zählen, ne? Naja, vielleicht haben auch Leute wie ich mal Glück und finden ein bisschen was. Oder sie haben einfach mal ein bisschen in einer Schultasche nachgekramt. Kannst du vergessen sowas, das ist ja jetzt nur Verleumdung. Ja, ja, das sag ich. Oh, okay. Mach dich mal jetzt langsam. Tja. Los, ab mit dir.